Dr. Bob. Nee, Quatsch, nicht Dr. Bob. Immer noch Barbecue aus Franken. Servus mit einer bisschen Spleen habe ich schon. Uns ist beim Einkaufen, was wir den Weg gelaufen, beziehungsweise gelaufen, jetzt nicht mehr, das war schon tot. Ein Schwarzfederhuhn schaut so aus, hat eine relativ dunkle Haut, dunkles Fleisch lässt sich da durchschimmern, eher so leicht bläulichen Touch. Das Ganze bereiten wir auf Trottisserie heute im Napoleon zu. Wir gehen in die Küche, bereiten es vor und machen es drauf. Wird kein großer Aufwand. Bin gespannt, wie der schmeckt, ob sich das unterscheidet vom normalen Huhn. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wir gehen in die Küche und bereiten vor. Hinten ist jetzt sauber vorbereitet, ist gewaschen. Was ich jetzt mache, ist eigentlich nur Rappen. Man könnte es vorher ein bisschen mit Öl einbinzeln, aber das ist noch feucht genug. Das reicht, da hält mir der Rapp dran. Genauso machen wir das. Nehmt euren Lieblingsrapp, nehmt einen, der nicht zu viel Zucker drinnen hat. Sonst wird euch das Hähnchen zu dunkel. Das einmal auf alle Fälle. So machen wir das ganze Hähnchen mal komplett schön gleichmäßig mit Rapp bedecken. So, und jetzt binden wir das Hähnchen. Küchengarn und auf geht's. Jetzt schnüren wir das Hähnchen ein bisschen. Wie immer beim Schnüren fehlt der dritte Finger oder die dritte Hand. Aber wir kriegen es hin. Wir haben ein sauberes Paket, so kann es auf die Rotisserie bzw. erstmal auf den Spieß dazu. So, da geht es der Sache mal an Kragen bzw. auf den Spieß. Fertig drauf, sauber sieht's aus, sehr schön, geht raus auf den Napoleon. Ja, dann setzen wir es einmal ein. Der Grill hat etwa so 200, 220 Grad aktuell. Heckbrenner ist an, die zwei Seitenbrenner volle Kanne und in der Mitte nur leicht. Das müsste reichen. Dann macht es natürlich Sinn, wenn wir es einschalten. So, das Teil kann sich drehen. Was wir jetzt machen, ist so alle Viertelstunde etwa. Bisschen einpinseln mit einer speziellen Mischung, die zeige ich euch gleich. Und für die spezielle Mischung brauchen wir eigentlich gar nicht viel. Wir brauchen denselben Rub, mit dem wir das Hähnchen gerappt haben. Wir brauchen ein bisschen an Maismehl. Wir brauchen Sonnenblumenöl. Alternativ statt Sonnenblumenöl könnt ihr auch ein Bier nehmen. Ich mag es mit Sonnenblumenöl, das passt ganz gut. Löffel, Pinsel und dann legen wir eigentlich auch schon los. Nehmt zu gleichen Teilen den Rub, mit dem ihr das Hähnchen eingestrichen habt. Und mischt es dann, in dem Fall sind es jetzt einmal 3 Esslöffel, nachmachen kann man immer noch, mit dem Maismehl. Ja, das war so gut, passt. So. Und da gibt ihr jetzt Olivenöl dazu, oder beziehungsweise ich Sonnenblumenöl, Quatsch, Olivenöl, Frau macht das Olivenöl, Sonnenblumenöl dazu. Und ich nehme übrigens deswegen kein Olivenöl, weil mir das zu geschmacksintensiv ist. Sonnenblumenöl ist eher neutraler. So, und dann mischt ihr euch jetzt einfach so eine Paste raus. Das darf ruhig. Ja, das ist auf jeden Fall definitiv zu wenig Öl. Das soll streichfähig werden. So, mit der Masse streicht ihr euer Hähnchen so alle Viertelstunde 20 Minuten ein. Muss nicht dick sein, schön dünn. Das gibt eine richtig klasse Kruste dann hinten noch. So, die ersten 20 Minuten sind etwa rum. Jetzt streichen wir das Ganze mit unserer Masse, wie gerade schon erzählt. Streichen wir das ein. So, auf geht's. Weiter 20 Minuten. So, oh, schaut das schon lecker aus. Und das hat einen Tuft, ja, traumhaft. Wir binden uns noch ein zweites Mal an. Je gleichmäßiger wir das machen, desto schöner wird es natürlich, ganz klar.
So, und dann geben wir es nochmal für 20 Minuten und dann dürfte es fertig sein. Huhn ist fertig. Jetzt tun wir es runter vom Grill und dann geht es ans Anschneiden und Probieren. Das gute Stück wird jetzt vom Spieß befreit. So, und jetzt hören wir mal. Das hört man, glaube ich, ne? Die ist knusprig. Boah, ist der heiß, der Vogel. Aber lecker. Also ich kann schon mal beruhigen, das Fleisch ist nicht dunkel. Das ist also ganz normal hell wie ein normales Hähnchen auch. Ich schneide mir jetzt da einfach mal ein Stück raus. Oh, das ist saftig. Also der Schwarzfederhuhn schmeckt jetzt auch nicht anders wie ein anderes Huhn. Das ist schon mal als Fazit zu bezeichnen. Was aber auch noch als Fazit rauskommt, die Zubereitungsart ist genial. Das Huhn war jetzt eine Stunde und 10 etwa drauf auf dem Grill. Wir haben zweimal diese Masse aufgestrichen, diese Maismehl mit dem Rub- und Ölmasse. Und das Ergebnis ist wirklich ein super saftiges Hähnchen. Die Kruste, kannst du mal auf die Kruste filmen, die ist, das hört man, die ist richtig knusprig. Und also das ganze Projekt ist, denke ich, einmal richtig gelungen. Wenn ihr so ein Hähnchen bekommt, so ein Schwarzfederhuhn, greift zu, es ist lecker. Wichtig ist, dass es halt so ein freilaufendes Huhn ist. Kauft nicht diese billigen, tiefgefrorenen Teile für 1,99 bei den Einschlägen-Discountern, sondern holt euch lieber vernünftiges Huhn, das vorher wenigstens ein wenig vernünftig gelebt hat, bevor es auf dem Grill landet. Das Huhn dankt euch sicher durch eine schönere Lebenszeit und der Geschmack ist deutlich besser wie die Billigteile. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, seid so gut, gebt mal einen Daumen nach oben, vielleicht einen netten Kommentar und wenn ihr mögt, abonniert den Kanal. Einen Link blende ich wieder mal ein. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Barbecue aus Franken. Bis dahin, schöne Grüße, euer Sven. Tschüss.